Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play OMSI 2. Guten Tag, da bin ich endlich wieder zusammen mit dem Nick und dem Benny. Hallo. 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 Die Garte Krefrath, Linie 52 von Büllesberg zum Wilhelmplatz. Der Nick fährt die Linie zurück vom Wilhelmplatz nach Büllesberg. So wie sich das gehört. Abfahrt habe ich um 17 Uhr, lieber Nick. Ich würde jetzt, weil ich noch vorziehen muss, gerne auf 3 Minuten vorstellen, weil ich noch an der Ampel stehe. Mhm. Können wir machen. Okay, dann würde ich sagen 1, 2, 3. So. So. Ich fahre mal wieder Urbino 18. Ja, ich fahre Stadtbusfamilie. Welche Route hast du? Route 2. Okay. Weil ich habe hier nämlich über den Almex mit dem RBL-Dingens, da ist es immer ganz gut, direkt die Route zu wissen. So, warum komme ich jetzt hier nicht weg? Ich bin doch eben gut weggekommen. Ja, erstmal Schilder Betriebsfahrt, ist klar. Büllesberg U-Bahnhof. Genau, perfekt. Ja, mir fehlt auch noch Vorwärtsdruck. Also von daher, aha, alles easy. Ja, jetzt ging's. Jetzt ist natürlich die Ampel wieder rot, ne? Ja, ist ja normal. Echt mal, hast du jetzt was anderes erwartet? Nein. Natürlich nicht. So. Der Bus könnte sich so langsam aber dann doch mal voran bewegen. Bus so nö. Bus so nö. Ah, doch. Ist wie bei Uno. Jetzt Bus fährt. Ist ja. Wie bei Uno. Nö. Ja, wir kommen gerade aus der Uno-Aufnahme. Genau. Die waren nur ein bisschen lang. Ja. Also Folge 1 geht noch. Folge 2 ist extrem. Ja, aber das werdet ihr sehen oder habt ihr schon gesehen oder je nachdem. Folge 1 dürfte da schon. Warum will denn jetzt schon wieder eine aussteigen? Wow, jetzt habe ich kurz die Haltestellenbremse eingelegt. Jetzt habe ich keinen Vorwärtsdruck mehr. Jetzt blockiert der. Hallo? Was ist das denn jetzt? Oder ist das ein Bug? Keine Ahnung. Mit Bugs hatten wir ja heute schon genug zu tun. So ist es. Ich kann kein Gas mehr geben. Daher. Was? Ich kann kein Gas mehr geben. Och man, was ist denn das jetzt wieder für eine Kacke? Ist nicht eingesteckt? Ja, es hat ja auch bis eben funktioniert. Also ich bin ja schon gefahren ein paar Meter. Aber jetzt blockiert er. Welchen Bus fährst du? Urbino, ne? Urbino, ja. Reparieren? Haltestellenbremse drin? Nee. Ah, Motor neu starten. Warum auch immer. Ja, gute Frage. So, ich fahr dann mal, ne? Ja, mach das. Hallo? Aha, ich wollte gerade sagen, warum gibt der jetzt kein Gas? Ja, ich habe das jetzt an dich übertragen. Ja, war aber nur die Problematik Haltestellenbremse. War jetzt nix, na? So, bei mir steht noch bitte warten. Und da steht noch eine. Hallo. Tagchen. Ah, immer dieses Gaspedal, ja, Schieberei hier, ey. Mann! So, ich benutze auch brav die Haltestellenbremse. Machst du das sonst nicht? Nein. Warum nicht? Keine Ahnung, ich halte die Bremse sonst immer gedrückt. Aber Haltestellenbremse ist doch viel einfacher und angenehmer eigentlich. Ja. Das ist richtig. Also ich mache das immer, selbst wenn ich nur kurz an der Ampel stehe. Werde ich in Zukunft auch tun. So. Einziger Nachteil an dem Solaris, zumindest für die Aufnahme. Das Ding hört man, was den Motor angeht, kaum, aber es scheppert wie Sau. Ja, gut. Also zumindest mit dem Morphe Soundpack. Ja, Solaris halt, ne? Naja, wobei die neueste Generation, da saß ich ja schon mal drin, die
Ich habe halt eigentlich nicht so. Ich habe die hintere Tür doch eben betätigt. Und jetzt, oh, weil die Gott. Da auch noch relativ neu waren. Ich weiß jetzt nicht, wie es mittlerweile ist. Saß da schon länger nicht mehr drin. So, ich brauche hier aber tatsächlich die Pfeile. Ansonsten wird das, glaube ich, auf Dauer ein bisschen unsicher. Ach Quatsch, du kennst dich doch aus. Nee, ich glaube, ich bin die Linie ein- oder zweimal gefahren, also... Okay, ich dachte... Von Auskennen kann da jetzt nicht die Rede sein. Jetzt habe ich mal gedacht, du kennst dich ein bisschen aus. Ah, endlich. Ich wollte gerade schon sagen. Hier sind ja diese tollen DAF-LKWs auf der. Ja. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt haben wir 2 Stunden UNO aufgenommen. Da habe ich schon die ganze Zeit rot gesehen und jetzt ist die Ampel auch noch die ganze Zeit rot. Oh ja. Ja, also UNO ist nur zu empfehlen, mal reinzugucken, weil das war echt lustig. Wir hatten da ja, großen Spaß dran. Ja. War so, naja, wir haben uns ein bisschen gehasst, aber fanden es gleichzeitig auch lustig. Ich weiß gar nicht, was das Problem war. Ich kam bei UNO ganz gut durch. Ja, du hast einfach nur Glück ohne Ende. Ja. Das hat mit Glück überhaupt nichts zu tun. Nee, natürlich nicht. Nein, gar nicht. Einfach nur Luck. Nee. Nee, ich weiß Skill, ne? Genau. Skill bei UNO. Ja. Ja, natürlich war das Skill. Ja. Ich kann doch nichts dafür, dass der blöde Scheiß da mit dem Bluffen auf einmal buggy ist, weißt du? Ja, nicht nur das. Du hast doch immer mit Abstand die besten Karten bekommen. Der deine Karten mal bekommen hat, der hat sich glücklich schätzen können. Ja. Oder der nicht gerade in deiner Richtung war. Ja. Ja. Ach, ich mochte die Karte Richtungswechseln auch schon immer beim händischen UNO, also. Ja, das ist super. Ich mag die nicht. Ich schon. Ich finde die richtig gut. Ich fände die auch gut, wenn du nicht ständig neben mir sitzen würdest. Ich weiß gar nicht, was du hast. Was ich hasse? UNO manchmal. Nee. Ja, das habe ich, das, war nicht zu überhören. Ja, ist so ein bisschen Hassliebe. Ist eigentlich ähnlich wie bei Omsi. So, eigentlich ärgert man sich manchmal tierisch drüber, aber man spielt es trotzdem immer wieder. Ja. Aber war nice. Viel gelacht, sehr viel gelacht. Oh ja. Am Winkel. Was für ein Winkel? Rechter Winkel, spitzer Winkel, stumpfer Winkel. Weiß mal wieder keiner, ne? Ja. Nee. Musst du selber ausrechnen. Ich könnte immer noch schwören, Alter, die Standard-Omsi-Stimme von dem Jungen könnte Benny sein, ohne Scheiß. Wer weiß. Es gibt auf Hafen City eine Stimme, die könnte Gerd sein. das habe ich schon mal irgendwann gesagt, das ist schon länger her, aber das ist echt, also die Ähnlichkeit ist enorm. Ja, bei Benny hier auch, das ist echt komisch. Ist Nick gemutet? Ja. Ah, es hat wieder geklopft bei Nick. Ja. Wie so oft? Ja, wie so oft heute. Mama, Papa, Schwester. Meine Mutter kurz. Ach ja. Gute Nacht, Nick. Ja, so ungefähr. Mach langsam aus. Morgen ist Schule. Nee, das nicht. Weil das trotzdem passiert, weil morgen schreibe ich Deutsch. Ich dachte, Deutsch spricht man. Dachte ich eigentlich auch, aber irgendwie komischerweise wollten die jetzt 10 Jahre lang, dass ich ständig schreibe. Keine Ahnung warum. Ja, Schulsystem Baden-Württemberg. Echt mal bescheuert. Wird kein anderes Bundesland so machen.
So, krieg ich jetzt wieder einen Haltewunsch hinten bei der Tür? Aha, nee, ausnahmsweise mal nicht. Hallo. Man kommen eigentlich keine Ansagen oder überhöre ich die einfach nur? Auf Krefrat sind sehr leise. Genau das wollte ich sagen. Auf Krefrat sind die echt leise. Ah doch, es kommen welche. Oh, jetzt staut sich das da an der Ampel. Und dieser Stau verhindert, dass ich links abbiegen konnte. Danke, danke. Das ist natürlich super. Das funktioniert gut hier. Wow, gut, dass ich die überholt habe. Jetzt stehe ich ja an der Ampel. So, jetzt wird da grün. Und jetzt kriege ich hier auch grün als Linksabbieger. Machst du denn? Fahr! Grüner wird's nicht. Ja, was ist denn jetzt da vorne? Klappt das noch? Wenn du so fragst, nö. Ja, nö, merke ich. Oh. Doch, jetzt komm, fahr weg. Nächste Haltestelle. Ja, jetzt ist da wieder rot. Toll. Naja, hoffentlich ist die KI jetzt so intelligent. Und stellt fest, dass ich hier stehe. Und haust mir jetzt nicht direkt in die Karre rein. Denkst du? Na, er bleibt stehen. Naja, die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Nein, er fährt. Er fährt mir natürlich. Du Vollidiot! Oh, Gott, ist diese KI dämlich! Achtung, Arschlochalarm! Warum biegen die da nicht ab? Fahr jetzt, komm! Weil es die Omsi-KI ist. Ja, genau, das ist das Problem. So. So, jetzt du bitte noch. Danke. Ich habe heute wieder total Glück mit den Ampeln. Ich darf überall anhalten. Ja, ist doch toll. Total. Mann. Hat er wunderbar gesehen, dass ich da stehe. Mercedes-Fahrer. Eigentlich wäre der für Nick gewesen, der war nämlich rot. Ja. Hallo. Hallo. Wow, ist das nicht Komfort pur? Was? Stufenlos in den Bus einsteigen. Wow. Ja. Achso, ich habe einen Kinderwagenwunsch, deshalb der Haltewunsch nicht weg. Wundere mich schon, was denn jetzt los? Oh, auf Krefrat ist eben das Licht angegangen, wow. Bei mir nicht, ich fahre mittags. Na, ich fahre früh abends. So, aber ich bin raus für heute. Alles klar, gute Nacht, Benny. Gute Nacht. Bis morgen, tschüss. Moin, tschüss. Mann, gib Zunder mit deinem Audi. Oder lass es Autofahren sein. Fahr mit mir. Was für eine Alternative. Ja, finde ich schon. Da kann er sogar legal mitten auf der Straße parken. Gut. Hallo. Das ist natürlich ein Angebot, das man nicht ausschlagen sollte. Ne? Ja, siehst du? Und wenn es dann doch mal an der Stelle ist, an der es nicht gerechtfertigt ist, hat nicht er die Schuld. Genau. Hallo. Guten Tag. Guten Tag. Ich könnte schwören, dass das Bennys Stimme ist, ey. Ja, wann wurden die Stimmen eingesprochen? Das ist so schon ein bisschen näher, oder nicht? Ja. Deswegen ist es eigentlich sehr, sehr unwahrscheinlich, aber trotzdem, die Ähnlichkeit ist verblüffend.
Ja, ich weiß, dass ich da hinten einen Unfall hatte. Vielen Dank, Omsi. So, komm, hör auf, dich abzuknicken, du komischer Urbino, fahr los. Boah, ich bin lange kein Urbino gefahren. Merke ich gerade wieder. Ja, hoffentlich kriegst du nicht keine Probleme mit der Tür. Sonst ja, kannst dann du die Fahrt nämlich vergessen. Hallo. Guten Tag. Ich glaube, dann will ich die auch so schnell wie möglich vergessen. So. Ich krieg immer hinten einen Haltewunsch rein, wenn ich die Türen wieder schließe, obwohl ich die dritte Tür von Anfang an mit freigebe und dann schließt sie direkt wieder. Lustig. Da sitzt bestimmt hinten irgendein kleiner Bengel und will mich ärgern. Wahrscheinlich. Hallo. Hallo. Nein, ich kann nicht anständig fahren. Halt die Klappe, setz dich hin. Mann, Mann, Mann. Oh, Duff mit Trailer hinten dran. Schlüterstraße. Ja, läuft nicht. Ich darf hier überall anhalten. Das ist total schlimm. Ja, rote Welle. Aber auch ein bisschen ja, 1,5 Minuten Verspätung. So, ich hatte jetzt keinen Haltewunsch, habe somit nur vorne und trotzdem in der Mitte geöffnet. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich die Türen schließe, ob ich wieder für die dritte Tür einen Haltewunsch kriege. Oh nein, kriege ich nicht. So, Kollege, mach dich vom Acker, ich muss da hin. Danke. Ma Platza! Ich hab's eilig. Hallo. Oh, da hat sich Omni Navigation gerade mal überschlagen. Oh, wie viele Parker waren das denn? 1, 2, 3. Mayo räumt auf. Bei dir ist das auch so, irgendwann im Alter, du schreibst die Falschparker nicht auf, du fährst sie einfach um. Ja. Ja. Das ist doch viel praktischer. Ja, dann parken die auch so schnell nicht mehr falsch, ne? Genau. Weil im Zweifel haben sie dann nichts mehr, was sie umparken können. Dann können die das wie Opel machen, umparken im Kopf. Ja. Das reicht dann. Oder sie können zu Hause mit dem Matchbox-Auto. Ja, üben. Das bei Opel umparken im Kopf anscheinend auch reicht, das merkt man. Ja, ich mag Opel irgendwie nicht so. Wir hatten auch mal zwei Astras, die sind uns beide nach nicht allzu langer Zeit komplett verreckt. Guten Tag. Und ständig mit der Technik Probleme und so ein Kram, ja. So, jetzt pass auf, wieder eine Haltung. Bei den neuen Modellen ist es auch so, die gefallen mir einfach auch gar nicht mehr. Also so ein Insignia mit dieser übelst dicken Heckklappe, wo ich mir denke, mehr Platz hätte man nicht verschenken können. Tja. Oder so ein Mokka, der halt irgendwie generell, naja, Mokka ist ein Getränk, kein Auto. Ja, so ungefähr. Ja, ich weiß nicht, Opel ist so nicht so meins. Aber gibt's Audi zum Beispiel auch nicht. Gibt es eigentlich einen Opel Cappuccino? Weiß ich nicht, aber könnte man doch mal zur Fortsetzung der Reihe vorschlagen, oder nicht? Ja, doch. Sollte man vielleicht. Schönen guten Tag.
sind wir bald schon da hier, ey. Was? Wo bist du denn? Sag ich dir gleich. Krämerplatz. Okay. Ich glaube, dann bist du deutlich früher da als ich, weil ich bin erst an der Schlüterstraße. Also ich habe noch laut Fahrplan 10 Minuten. Naja, musste halt 5 Minuten warten. Ja, das überlebe ich auch noch. Wirklich? Ja. Einen normalen Fahrschein, bitte. Cool, jetzt habe ich einmal so das Gaspedal durchgetreten, dass ich direkt mal das ganze Pedal weggeschoben habe. Das kann man auch machen. Ja, ich hab's eilig, hallo? Ich darf das. Fällt auch gar nicht auf. Oh! Guten Tag. Hallo. Bedauerweg. Okay, hier wird es ein bisschen voller. Aber nur ein bisschen. Diese ganzen DAF-LKWs machen mir Angst. Nick? Ja, ja, ich bin noch da. Ja, das weiß man bei dir nie. Jetzt ist da einmal eine grüne Ampel und jetzt ist da vorne eine Haltestelle. Wenn ich jetzt die Türen gleich zu habe, dann wird die rot. Könnte ich wetten. Warum geht die Tür jetzt hinten auf? Nee, doch nicht. Also das mit der Tür muss ich nicht verstehen. Das ist wie mit Uno. Bug. Ja. Ich glaube immer noch, dass wir einfach das System nicht so hundertprozentig... Also, aber selbst wenn es so ist, wie ich dann die Theorie mal aufgestellt habe, wäre trotzdem schwachsinnig. Ja. Aber da haben wir uns ja schon darauf geeinigt, das wegzulassen. Ja, weil es ist ja scheißegal, in welcher Situation ich eine 4-10 spiele. Wenn ich eine spielen kann, damit du mehr Karten kriegst, dann spiele ich die. Oder damit du einfach nicht Ende machen kannst. Genau, weil das ist ja der Sinn an diesen Karten. Ja. Na, wenn es nur darum ging, da eine neue Farbe reinzubringen, dann reicht ja die Karte für die Farbenwahl. Aber die 2-10 und die 4-10 Karte, da ist ja der Sinn, demjenigen, der sie kriegt, mehr Karten zu verpassen, damit er von seinem Stapel nie runterkommt. Ja. Oder einen Stapel drauf bekommt. Ja. Je nachdem. Ist ja nicht so, als wäre das jetzt nicht oft genug passiert eben. In der Ach, Welt. Quatsch. Krefrat Hauptbahnhof. Ach stimmt, die 52 Hallo. Fährt auch immer in den Hauptbahnhof. Ja. Ja, die haben sowieso einen ganz interessanten Linienweg. Ich habe ja vor der Aufnahme gesagt, die 51 und die 52 haben ja einen kombinierten Umlauf quasi. Mhm. Ja, man fährt ja mit beiden Linien zum Krefrater Hauptbahnhof. Also die fahren ganz interessant. Das heißt, der wechselt hier nachher am Wilhelmplatz auf die 51. Im Normalfall schon, ja. Aha. Bordstein, und zwar volle Kanne. Ne, darauf wechselt er nicht. Ja, ich habe aber gerade auf den Bordstein gewechselt. Ach, zwar nicht ganz freiwillig, aber... Hör auf, dich so komisch zu knicken, fahr los, Mann. Ich habe übrigens heute Post aus dem Krankenhaus bekommen, ne? Aha. Ich hatte doch erzählt, dass ich, weil das Intubieren nicht funktioniert hat, diesen gelben Ausweis bekommen habe. Wo ja. Ich mir doch die Frage gestellt habe, wo ist dieses Ding? Ja, die Narkoseärztin hat den mir postalisch nachgeschickt. Den hat man wohl vergessen, mir bei der Entlassung wieder auszuhändigen. Der kam halt per Post. Meine Frau hat so Ding gesagt, was ist das denn? Rechnung? Da sagst du, nee, für eine Rechnung ist der Umschlag zu klein. Nee, nee.
war dieser tolle gelbe Ausweis. So, also ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ein Gelenkbus hat sich nie ansatzweise gelohnt bei mir. Nö, nicht wirklich. Also so die Masse ist hier nicht los. 5 Minuten noch. Da steht die 849. Stelle, Nordfallstraße. Okay. Richtung Krefrath Hauptbahnhof steht neben mir an der Ampel. Ach so, ja gut. Haha, ich komme schneller. Du wärst schon im Hauptbahnhof gewesen. Nee, ich stand jetzt an der Ampel hinter der Haltestelle. Mann, das ist die zweite Tür, eine Automatiktür ist beim Urbino, nervt mich. Nächste Haltestelle, Güterbahnhof. Ich steuere die immer noch lieber selber. Ja, ich auch, ich mag dieses Automatische nicht. Bei der dritten Tür und auch bei einer vierten finde ich das völlig. Ja, ja, definitiv, aber die zweite kann man schon noch selber betätigen. Ja. Ach, da unten fährt die 900 irgendwas bla lang. Ah. Habe ich gerade mal so, ist mir gerade mal so aufgefallen. Ganz schön voll hier auf Krefrath. Komm rein, Oma. Guten Tag, Oma. Guten Tag. So. Tudelu. So langsam kommt bei mir das Gefühl auf, am Ende muss doch wieder ich auf dich warten. Na, hoffentlich nicht. Ja, ich glaube schon, wenn du jetzt erst am Hauptbahnhof warst gerade. Ne, bald am Güterbahnhof. Ja, okay. Bin jetzt am Rathaus. Ja, dann passt das vielleicht gerade so. Weil ich jeden Moment da bin eigentlich. Ach man. Du hast ja eh, glaube ich, 2 Minuten weniger Fahrzeit als ich, ne? Ach so, das kann sein, weiß ich jetzt gar nicht. Frage ist nur, wo ich die 2 Minuten hernehme. Das weiß ich wiederum nicht. Was anderes hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Gut, dann sind wir uns da mal wieder einig. Oh, ich könnte mal die Tür aufmachen. Hallo. Hallo. Warum auch immer die jetzt die paar hundert Meter da mit mir mitfahren wollen. Hoppla. Ah. Was ist los? Ach, ich hätte auf die mittlere Spur ziehen können, dann wäre ich durch gewesen. Hier musste ich dafür jetzt wieder warten. Du schwules Taxi! Entschuldigung! Alter! Mann! Mein doch blödes Taxi. Schwul ist keine Beleidigung, sollte auch nicht als diese verwendet werden. Homosexualität ist eine Lebenseinstellung. Aber das ist mir jetzt so entglitten. Ja. Weißt du, du hast das Taxi noch nicht mal gesehen, das Cabrio plötzlich und zieht nach rechts. Ja, ich kenne das, wenn einem mal so was rausrutscht. Ah. Mann! Scheißdreck da. Rheinbrücke. Oh, ich bekomme die Fahrplanauswertung, wo ich noch an der Ampel stehe. Auch stark. Omsi, du hast es drauf. Na komm. Habe ich es noch weit von der Rheinbrücke? Nee, 2 Haltestellen. Ah ja. Oder? Nee, warte mal. Ah, ich weiß, wo die 2 Minuten herkommt. Du fährst noch einmal quasi um den Wilhelmsplatz rum. Das könnte sein, ja. Nächste Haltestelle. Heißt, du hast noch 3 oder 4 Haltestellen. U-Bahnhof. Dieser Bus endet hier. Bitte alle aussteigen. Ach, jetzt geht's über die Brücke, ne? Ja. Ja. Deswegen heißt es auch Rheinbrücke. Macht verblüffend viel Sinn, ne?
Unfall, ja, mit dem Taxi. Boah, der zieht auch urplötzlich rechts. Oh, Alter. Brandgefährlich. Feuerlöscher, ja, Quatsch nicht, komm rein. Ja, bitte. Ah ja, ich fahre genau hier um den Wilhelmsplatz einmal rum. Hast du recht. Ja, da ist nämlich irgendwo noch so eine komische alte Stelle, die hier eigentlich keiner braucht. Und oh, da oh. Fährt man halt zum Terminus. Oh, jetzt muss ich eine Ehrenrunde drehen. Ich habe die Abfahrt verpasst. Du ziehst es aber auch wieder künstlich in die Länge, ne? Nein, ich fahre jetzt nicht vernünftig. Lass mich meine Ehrenrunde drehen, halt den Mund. Hat gut geklappt. Ja. Also noch eine halbe Stunde und wir sind bei UNO-Länge. Wenn du dich noch ein paar Mal verfährst? Nein, nein, kommt nicht mehr vor. Scheiße, jetzt komme ich da nicht mehr hin, ne? Nee, ich komme da nicht mehr hin. Ohne dass ich jetzt wieder auf die Rheinbrücke muss, irgendwie. Ach ja. Soll ich noch einmal zurückfahren, oder? Nein. Passt nein, nein. Dann passt das vielleicht zeitlich. Nein, ich krieg das hin. Fragt sich nur wann, ne? Jetzt. Ich krieg das jetzt hin. Ansonsten lasse ich die Fahrgäste irgendwo raus. Ist mir dann auch egal. Aber ich müsste hier eigentlich jetzt auch wieder auf die Brücke kommen. Ich mache hier ein bisschen Sightseeing in der Zeit. Mach das. Ja, siehst du, ich komme hier wieder auf die Brücke. Wunderbar. Oh, Scheiße. Elektrik kaputt. Musste ja noch passieren. Ja, ich habe das Gefühl, dass ich mich gerade total verfahren habe. Ich guck mal, ob ich irgendwie jetzt da rauskomme, wo ich hin will. Ansonsten endet die Folge hier irgendwo in der Pampa. Ja, willkommen Scheiße. Zu einer neuen Folge. Kommt Mario an oder nicht? Ja, die Frage ist durchaus berechtigt. Doch. Aha, wunderbar. Was mache ich denn hier? Das ist doch völliger Quatsch. Ich glaube, das weiß keiner so genau, was du da machst. Oh oh! Danke fürs Reinkrachen. Alles kein Problem. Aber jetzt bin ich wieder richtig. So, ich muss nämlich hier rechts rein.
Da ist mir der Bus entglitten. Oh, ich stelle mich jetzt einfach hier irgendwo am Wilhelmsplatz hin. Fertig. Die eine Haltestelle kann ich mal. Okay, Fahrplan will er jetzt gerade nicht abgeben. Das machen wir jetzt manuell. Todesfahrt. In diesem Sinne, dabei, vielen Dank fürs Zuschauen. Dabei sind wir schon nach 25 Minuten gefahren. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.